Und weiter geht es im Pickle Punk, wo gerade mal Bonanza ausgefallen ist. So, unser Spielziel haben wir eigentlich fast geschafft. Wir brauchen 1.000 Besucher und eine Parkwanne von 600 bis Oktoberjahr 3 und dürfen dafür keine Werbung machen. Es fehlen noch 150 Besucher. Die Besucher äußern sich, dass der Eintritt sehr niedrig ist, aber ich möchte jetzt auch nicht erhöhen, damit hier noch ein paar Leute ankommen. Wie gesagt, jetzt haben wir Mai, es ist eigentlich nicht mehr viel, es müsste eigentlich zu schaffen sein. Wenn wir jetzt noch die eine oder andere Attraktion noch reinbauen, die noch Leute anzieht, oder wir gehen mit dem Eintrittspreis noch weiter runter. Wir machen ja trotzdem ein bisschen Umsatz hier, es ist ja in Ordnung, zur Not müssen wir uns halt was leihen und haben wir halt mal ein Szenario, wo wir die Schulden nicht zurückbezahlt haben. Da hilft natürlich auch immer der Blick auf die Warteschlange, wo man dann sieht, Aussichtsturm nix, ist auch schon freier Eintritt. Ja, wir haben bei manchen Attraktionen schon freien Eintritt einfach, damit hier die Leute ankommen. Warum ist beim Virginia-Kreisel? Oh, das ist auch frei. Eine Freiachterbahn, was ist denn hier los? Minigolf ist frei. Also ihr seht, hier ist schon viel passiert, um hier noch Leute anzulocken. Natürlich haben wir auch eine Holzachterbahn gebaut, wie es sich gehört. Der Woody. Wäre schön mit so einer Art Knoten. Ja, so richtig ganz verknotet ist es eigentlich nicht. Da müsste man eigentlich, da hätte eigentlich die Bahn hier oben drüber gemusst. Und dann könnte man irgendwie, müsste man eigentlich mal gezielt in einem Sandbox-Szenario mal hier so ein, ja, so eine Achterbahn bauen, die nur darin besteht, dass alles hier irgendwie ineinander verknotet ist. Also das so ein bisschen auf die Spitze treiben, wäre sicher auch interessant. Ja, die ist auch von den Werten jetzt nicht so extrem. Also die ist fast schon zu schwach, muss man sagen. Kurze Fahrzeit, das gibt natürlich immer so ein bisschen Abzug dann bei einschlägigen Wertungen. Maximale Geschwindigkeit ist auch nicht so der Knaller. Aber am Ende muss das ohne Tretbahn. Oh, darauf hat die Welt gewartet, aber wir werden die mal bauen. Gucken, wo wir noch ein bisschen Platz haben. Ich will jetzt nämlich das Level doch tatsächlich noch zu Ende spielen, weil mir das dann so ein bisschen über Neujahr Luft gibt. Weil ich dann da nicht allzu viel aufnehmen muss, sondern erst dann in der zweiten, also in der ersten vollen Januarwoche. So habe ich halt ein bisschen Puffer dann, weil ich dann im ersten Januar-Wochenende bin ich dann ja auch nicht da und da habe ich auch keine Zeit zum Aufnehmen. Daher wird das jetzt auch mal runtergeschrubbt, wie man so schön sagt. Mit Tretbahn, naja, gut. So, Twister-Defekt, Sicherheitsabschaltung. Wir haben jetzt gleich 1300 Tretbahnen. Oh, komm, wir bauen die einfach mal. Das ist auch eher so eine Attraktion, die wir eigentlich noch nie so wirklich gebaut haben. Meiner Meinung nach. Hier wäre sogar noch ein bisschen Platz hier. Aber ist halt natürlich die Frage, kommt da noch irgendwas Größeres, wofür man hier vielleicht einen Platz braucht? Oder baut man die Tretbahn einfach hier rein? Die spannende Frage ist natürlich auch von hier hinten. Wie kriegt man den Anschluss? Hier hinten ist eigentlich fast gar nichts. Das heißt, man müsste irgendwie den Weg hier rüber bauen. Na gut, man könnte im Prinzip von hier, wenn ich das hier absenke, Tretbahn jetzt verfügbar. Ich könnte im Prinzip hier eine Brücke drüber bauen. Und dann sind wir hier. Woody ist defekt, so noch 90 Besucher, Haltebrechung öffnen nicht. So, jetzt war mal so eine Tretbahn. Wie gesagt, das ist eine der Attraktionen. Ach, das ist die hier. Ach, die kann auch so ein Stück hoch und runter. Ich überlege gerade, ob man die einfach hier starten lassen jetzt. Und den Weg hier ein Stück abreißen.
entschuldigt das Wasser. Hier ist eine Schikane, dass die ja nicht mit ganz so viel Schwung ankommen. Das ist eigentlich sinnlos, aber... Dann machen wir hier mal eine weite Kurve. Dann könnt ihr halt hier hochtreten. Diese Enden, die kriege ich dann immer nicht so richtig hin, weil die dann hier wieder so eine Schleife hier reinfahren. Gut, ist ja auch egal. Achso, warte mal. Mit einer engen Kurve kann ich die Station noch verlängern. So. Mach ich den Ausgang hier hinten hin. Wäre wahrscheinlich egal, das ist eh bloß dort eine halbe Höhe. So, 1000, wir haben gleich 1337 Besucher. Ja, jetzt haben wir den Moment verpasst, aber ich habe wahrscheinlich nicht hingeguckt. So, die Besucherzahl ist jetzt wieder so ein bisschen am explodieren. Tretbaren Eintritt machen wir auch mal frei. Und das heißt einfach, tret mich, oder ist das tritt mich? Tritt mich heißt das, glaube ich, ne? Freier Eintritt, Abfahrt. Da kann man sich hier oben hinsetzen, ein bisschen gucken am Wasser und dann machen wir hier noch Reverser ist defekt. Achso, was war der Junge? Was hat er denn? Sicherheitsabschaltung. Hier muss eine Wasserfontäne hin. Achso, da geht's nicht, weil da irgendwas im Weg ist. Ah, ärgerlich. Ja, dann halt so. Als nächstes kommt nochmal eine Achterbahn. Oh, guck mal, wie die direkt auf die Tretbahn abgehen. Das ist ja Wahnsinn. Die Besucherzahl sinkt wieder ein bisschen. Aber ich denke mal, das sollte sich ausgehen, hoffentlich. Die 60 Besucher werden wir doch wohl schaffen. So, aber ist nicht zur Eintracht, weil es günstig ist. Ja, das ist schön, aber ich will das gerne so lassen. Was haben wir noch am 13. Juni? Eine Achterbahn. Oh, Fehlfunktion des Fahrzeugs bei Rotodrop. Was bedeutet dies? Aber es scheint anscheinend noch zu funktionieren alles. Was denken denn die Leute aktuell so? Mir ist schlecht, der Park ist wirklich sauber und ordentlich. Reverse ist das Geld wirklich wert. Ich stehe für Underground Biking schon eine Ewigkeit an. Mir ist furchtbar schlecht. Wo hat man jetzt die Kartbahn hingestellt? Hier hinten. Will jemand bloß einfach nur eine Runde drehen. Aber es kommt anscheinend an, weil sonst würde ja keiner mehr anstehen. Stellen wir noch ein bisschen Personal ein, dass jetzt auch zum Ende hin nichts mehr schief geht, so von wegen Unfälle durch versagende Stationsbremsen. ...48 Gäste werden noch benötigt. So, der darf mal ein bisschen Rasen mähen, wenn er das will. Das bringt zwar nichts für die Wertung, habe ich mal gelesen, aber man weiß ja nie, so hängende Einschienen. Ah, das ist natürlich was, was eigentlich keiner so richtig braucht. Aber gut, macht nichts. Werden wir trotzdem jetzt einfach mal so annehmen, so wie es ist.
so noch ein paar 20 besuchen. Trotz der extrem geringen Eintrittspreise machen wir immer noch ordentlich Gewinn, würde ich sagen. Das ist in Ordnung. Man muss ja den Leuten nicht immer noch das letzte Hemd aus den Taschen ziehen. Und man kann die Preise ja auch ein bisschen humaner ansetzen. Solange man noch Gewinn macht, ist es ja in Ordnung. So, jetzt 18 noch, 17 noch. Da kommen wir, was hier eine Masse ankommt. Da haben sie irgendwie hier so einen Weg hier drunter gebaut. Oder was auch immer das ja sein soll. Hier auch. Wahrscheinlich schon, weil das so ein bisschen aussieht wie eine Brücke dann. So, gleich 10.000. Da liegt ein bisschen was Erbrochenes rum. Bitte einmal wegwischen. Wo ist denn der Rasenmäher unterwegs? Hier hinten. Ja gut, das ist in Ordnung. So, hängende Einschienenbahn. Das ist... Ah, das ist die, die baue ich auch so extrem ungern. Richtig Platz für das Ding haben wir, glaube ich, auch nicht mehr. Hier müsste man dann die ganzen Bäume anscheinend abreißen. Aber ich denke mal, die Besucherzahl geht nach oben. Das sollten wir also hinbekommen. Hindert mich jetzt aber auch nicht dran, hier die ganzen Bäume trotzdem abzureißen.